Hallo zusammen, ich habe heute zwei umgebaute Minibars da oder High-End-Medizinalkühlschränke. Nehmen mich nicht so ernst. Das hier ist eine 25 Liter Minibar, kostet um die 200 Euro, hat eine Innenbeleuchtung, Türfächer, was so das Herz begehrt. Hier drüben haben wir das größere Modell, kostet etwas mehr, über 200 Euro oder Franken. Dazwischen haben wir noch ein Modell. Und was haben wir jetzt gemacht, dass das High-End-Medizinkühlschränke sind? Der Vorteil von einem Absorberkühlschrank ist ja das, dass er absolut geräuschlos funktioniert. Diese Minibars, die normalerweise in einem Schlafzimmer oder Hotelzimmer drin sind, wenn man dieses Kühlsystem, diese Kühlschränke in eine Arztpraxis reinstellt, produzieren die keine Geräusche. Aber eine Standard-Minibar mit dem Standard-Thermostaten erfüllen nicht die Anforderungsprofile eines Medikamentenkühlschranks. Was haben wir gemacht? Wir setzen hier oben Digitalthermostaten drauf, also Steuerungen, die man kalibrieren kann. Schaltdifferenz einstellen. Wir könnten auch hier zum Beispiel 0,1 oder 0,2, also eine 10er Position an Temperatur einstellen. Durch das haben wir eine präzise Steuerung der Innentemperatur. Durch das erfüllen wir die Normen der Medizinnorm oder beziehungsweise die Lagerung von Medikamenten. Wir haben oben eine Anzeige, was eine Standard-Minibar nicht hat. Bei diesem Kühlschrank hier, der ist ohne Schloss. Und dieser Kühlschrank, das sieht man hier, hat sein Schloss. Somit kann ich die Minibar abschließen, weil es ist vorgeschrieben, dass ich diese Medikamente, die hier drin sind, abschließen kann. Wird aber diese Minibar in einem Schrank montiert und ich kann diesen Schrank abschließen, habe ich diese Anforderung auch erfüllt. An sich reicht es auch schon, wenn ich das Zimmer, wo dieser Schrank bzw. diese Medikamente drin sind, abschließen kann. Durch das brauche ich wie hier kein Schloss. Ja, wenn wir auf dem Markt rumgucken und so eine 200-fränkige oder euroteure Minibar anschauen und die gleichen Größen werden als Medizinkühlschränke gehandelt, dann haben die Teile schon Preise weit über 1000 Euro. Hier ist das Problem, die Steuerung kostet mehr als der Kühlschrank. Hier liegen wir preislich um die knappe 500 Euro, was auch sehr teuer ist für so einen kleinen Schrank. Für einen Medizinschrank oder einen Medikamentenlagerschrank sind wir relativ günstig. Was man natürlich dann braucht dazu, ist das Prüfprotokoll. Das muss von einem hochkarierten, dokumentierten, studierten unterschrieben worden sein. Die Unterschrift allein kostet 5000 Euro. Aus diesem Grund gibt es das nicht. Wenn es jemand haben kann, ich habe die Protokolle, die verlinke ich euch unten dran. Ja. Von der einfachen Minibar zu Low-Cost-Medikamentenkühlschrank. Ich mache hier oben einen Link für Absorberkühlschränke, Minibaren und einen anderen über Minibaren und auch der Vergleich zu einer thermoelektrischen Minibar bzw. einem thermoelektrischen Kühlschrank. Und hier unten findet ihr den Abo-Button. Ich wünsche euch einen schönen Tag.